Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück zu Race Room mit der 95er DTM und einem passenden Layout, einer passenden Strecke. Wir sind unterwegs auf dem Hockenheimring in der Classic-Variante mit dem Alfa Romeo und ich bin mal gespannt, wie das Rennen hier wird. Also, ich habe schon mal ein bisschen im Vorhinein probiert. Oh, grün. Warum starte ich im dritten Gang? Keine Ahnung. Aber wir legen direkt los. Oh, schon mal leichter Cut. Ja, und wir fahren hier sehr, sehr viel durch den Wald. Die Strecke, die alte Streckenführung am Hockenheimring, leider ja mittlerweile nicht mehr wirklich befahrbar. Das ist ja quasi alles jetzt, ja, so quasi ein Lost Place. So, bei 150 Meter ungefähr bremsen wir für die erste Schikane hier. Und schön hier wieder rauskommen. Und es gibt so ein Problemchen bei diesem Thema mit DTM auf dem Hockenheimring. Nämlich ist die KI super underlenzt. Die ist super schnell im Infield und in Kurve 1 und in den Schikanen, da holst du richtig Zeit raus. Oh, kurz Team wird da kurz von Manuel Reuter aufgehalten. Hello! Aber ja, die ist ziemlich unbalanced, sodass man hier noch ein bisschen Zeit rausquetschen kann. Gut, ich habe hier das Gefühl, am Ende bei der Topspeed, da ist der Alfa Romeo echt gut. Oder Mercedes sticht da zum Glück nicht rein, aber fährt da zu weit raus. Ja, da macht die KI gerne Fehler. Aber ja, ich wollte eigentlich ein 1-Stunden-Rennen hier machen, weil ich mir dachte, wäre eine richtig geile Kombo. Dann habe ich halt gesehen, wie das so ist und dachte mir so, ja, ist ein bisschen Quark, wenn ich quasi auf einer Hälfte der Strecke richtig Zeit verliere und auf der anderen richtig gut mache. Das ist halt auch kein vernünftiges Racing, was da zustande kommt. Ich glaube, online wäre das ganz witzig. So, Sachskurve jetzt natürlich nicht ganz optimal genommen, aber ich glaube auch die Schikanen nehme ich halt nicht optimal. Eigentlich bin ich ja mit dem letzten Part des Hockenheimrings auch ganz gut vertraut. Aber ich verliere trotzdem Zeit zu Manuel Reuter. 1,7 Sekunden. Aber ja, den Schlusspart kennt man. Ab Eingang Motodrom. Das ist quasi die neue Strecke dann immer noch. Also da, ab da ist die Strecke unverändert bis Turn 1. Aber ab hier ist es halt natürlich wieder was ganz, ganz anderes. Jetzt kommt Kurt Thiem nochmal ran. Manuel Reuter jetzt 2,2, 2,1 Sekunden entfernt. Und wieder 150 Meter ab auf die Bremse. In dieser Runde noch keinen Cut gehabt. Das ist in Turn 1 sehr leicht. Die Kurve macht unglaublich schnell zu hier. So, da haben wir schon den Abstand zu Kurt Thiem. Ja, aber ich dachte mir, ich möchte euch mal sämtlichen neuen Content hier auch mal in Race Room zeigen. Und da gehört der Hockenheimring in der Classic-Variante auch dazu. Ich werde da gegen KI zumindest jetzt nichts Ausschweifenderes machen. Vielleicht machen wir da lieber irgendwie ein Community-Rennen, wenn sich da was ergeben sollte, dass man viele Leute findet, die das Pack haben, die auch Bock drauf haben. Wenn ihr Interesse dran habt, schreibt es mal in die Kommentare. So. Zuletzt haben wir den Opel Calibra getestet, den wir jetzt hier gerade überholen. Und auch hier wieder 150 Meter, er fährt mir leicht auf Sack. Oh, beim Exit kriegen wir jetzt Uwe Alzen. Sehr schön. Let's go, let's go, let's go. Simoni und Tacchini sind noch vor uns. Also Alfa Romeo Triple Führung hier. Oh, außenrum hat er da einfach mehr Grip. Oh, Sachskurve. Keine Chance. Ja, und da rutscht doch Uwe Alzen mit durch. Ja, ich habe da einfach nur untersteuern. Also ich kann da nichts machen. Mit Sicherheit könnte man ein bisschen was mit dem Setup rausholen, aber man darf, finde ich, auch nicht vergessen, ich fahre halt gegen 100er KI, nicht gegen 120.
Und das Ding ist, auch unter der Bedingung, oh, gecuttet wieder, auch unter der Bedingung, mir fehlt ja quasi über die Runde gesehen nicht wirklich Zeit oder kaum Zeit im Fall von Elnor, Kurtim und da kam auch irgendjemand gerade dazwischen, was die schnellste Runde angeht, Franchitti oder so, aber über die Runde gesehen, da ist es, da passt es ja von der Speed her, also kann ich auch schlecht sagen, hey, ich muss einfach schneller werden. Es ist einfach nur unbalanced, wo ist die KI jetzt schnell und wo ist sie langsam. Und das ist so ein bisschen das Problem, aber das wird man mit Online-Racing quasi beheben können. Für die Leute, die sagen, hey, sie hätten Bock, im Singleplayer mal die 95er DTM zu erleben, rechnet damit, dass ihr quasi so ein bisschen mit einer, wie ich finde, unbalanced KI fahren müsst. Aber wenn es einfach nur ums Gefühl geht, diese Karren hier mal zu fahren, dann vermittelt Race schon das Gefühl, denke ich, ganz gut. So, wir haben die Top 3 noch vor uns. Wir haben gleich 6 Minuten verbleibende Zeit in diesem Rennen. Ich bleibe schön im Windschatten. Top 3 Alpha-Führung wurde übrigens jetzt so ein bisschen gebrochen, dadurch, dass Uwe Alsten hier alle drei überholt hat. Und Fehler von Simoni, der da... Also, ich sag mal so, Bird of Paradise, das wäre ein T-Bone-Takedown gewesen. Ja, also sehr, sehr motiviert zurück auf die Strecke zurückkam. So, ungefähr bei 100 Meter wird hier angebremst. Ja, der Alfa Romeo fährt sich aber auch super simpel. Also, du hast hier Allrad, was das Ganze natürlich unglaublich simpel beim Fahren macht. So. Turn 1 wieder mal ein Cut. Ärgerlich. Auf geht's. Ja, ich meine, weil ich das Thema ja gerade mal hatte kurz mit, hey, es ist halt ein bisschen anders. Ich find's halt doof, wenn du quasi nach Kurve 1 mit so anderthalb Sekunden Abstand quasi unterwegs bist, sondern ja, nach der ersten Schikane egalisiert sich das alles wieder, aber mich persönlich würde es halt ein bisschen aus der Immersion rausreißen. So, Philips Car Systems. Ja, Philips auch so ein Unternehmen, das war ja früher mal echt ein Ding, mittlerweile machen sie ja primär irgendwie Lampen und so. Da sind sie, glaube ich, nicht mehr ganz so populär. So, Tarquini, was geht? Hello! Oh, Uwe Alsten, da wieder zu weit rausgekommen. Alrighty, dann würde ich sagen, wir können gleich nochmal gucken, wie das hier im Infield ausschaut. Im Motodrom. Oh. Gegen Tarquini. Vielleicht kommt die Szene zustande, die ich mir gerade so ein bisschen wünsche, dass man auch mal sieht, wie surreal der Grip teilweise ist. Bei 105 war es, glaube ich, da wurde ich einfach hier in der letzten Kurve außenrum überholt. Nächste Runde ungültig, das war doch kein Track Limit Verstoß, Bro. Ja, er hätte es hier fast hinbekommen. Da, wo ich krass untersteuert habe. Aber, da würde ich sagen, oh, 2.12.7, schade, das wäre eine geile Runde gewesen. Die ist jetzt schon nicht gültig. Bernd Schneider mit der 2.11.3. Ja, Bro, wo holen die Pace her? Keine Ahnung, aber weil sich das gewünscht wurde mit Außenaufnahmen, würde ich sagen, ich mache mal Pause beim Kommentieren und wir gucken uns mal eine Runde von außen an. Oh oh, verbremst.
Okay, vielleicht ab jetzt. Nein. Gar nicht gut. Da bin ich sehr weit rausgekommen. Ja, die können da einfach so krass viel Tempo mitnehmen. Ist der Wahnsinn. Ja, es wird auch die letzte Runde sein. Ich glaube, wir haben keine extra Runde nach Ablauf der Zeit. Oh, bei 150 später bremsen. Let's go, let's go. Schön nochmal hier ran knuspern. Aber verteidigt die Innenbahn. Oh, da ist auch sehr spät auf der Bremse. Will da eventuell Uwe Alzen angreifen? Steht mir aber nur im Weg rum. Markenkollege, wir wollen doch den Sieg holen. Oh, hier. Robin is racing. Da war alles geben hier. Und Uwe Alzen gibt uns beiden gerade so ein bisschen Windschatten. So, auch hier wieder 150 Meter. Ab auf die Bremse. Und wir sind dran. Let's go. Hallo, Monsieur. Sehr schön. Jawohl! Schönes Ding! Yes! Alter, war das knapp am Ende noch. Ja, aber das war doch eine ordentliche Gaudi. Ladies and Gentlemen, ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß bei diesem Video mit Race Tour 95er DTM Autos. Wenn ihr so ist, lasst kein Däumchen da, lasst kein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis demnächst. Tschüss.